Ja, die Jungs im Nebenzimmer, die gucken wir uns nachher an. Erstmal benutzen wir die Treppe. Und hier steht eine Eiswürfelbox. Hier sind nur Türen, die wir uns anschauen können. George schläft hier. Ich nehme an, hier schläft George Washington. Okay, hier schläft George Washington. Ist einleuchtend. Und die Kordel? Ich wette, die ist für den Diener wie im Fernsehen. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Ja. Nicht anfassen. Ich versuche, das ordentlich zu machen. Okay, lassen wir sie mal hier arbeiten. Und ja, da haben wir. Der späte Mexitax. Seine Zeit ist abgelaufen. Ein trauriges Ende für so einen Patrioten. Ja, das hier ist eine Parodie an das Spiel Sam & Max, auch von LucasArts. Und das ist noch viel beknackter als Day of the Tentacle, ganz ehrlich. Ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne, ja. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Roboteradler drauf haben, wie Skorpion im Mund. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Wir Breitaxt. brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Oh, was für ein Dreck! Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Okay, das ist die Fahnennäherin. Betsy was muss da anschauen. Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Puh, ich habe mich nie für Geschichte interessiert. Bett. Das können wir benutzen, oder? Hier liegt zu viel rum. Da kann man nicht schlafen. Wer hat dich gefragt? Die Jungs da unten sagen, sie wollen ein großes Familientuch. Und in den vier Ecken sollen ein Fass Bier, einige Mädels, eine Gitarre und ein paar Trommelstöcke sein. Und unten drunter soll Amerika rockt stehen. Leg die Pläne einfach auf den Tisch, ich mach dann schon. Ja, die ist beschäftigt mit ihrer Nähmaschine und ihrem Schaukelstuhl. Okay, nächste Tür. Das muss Benjamin Franklins Raum sein. Der hat auf jeden Fall eine Weinflasche, die wir einsacken können. Und was hat er noch? Eine Schublade, die wir öffnen können. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Okay, wir könnten Bens Bett benutzen. Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Okay. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Es fliegt draußen aber. Okay, also hier können wir auch nichts machen, außer den Pinguin auf dem Plakat beschauen. So, hier haben wir ein Pferd. Hi, Kumpel. Hi, Pferd. Selber hi. Ups, du kannst ja sprechen. Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ich dachte, Pferde können nicht sprechen. Ist das eine Art Trick? Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Ich dachte, Pferde können nicht Ich sprechen. dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie Was diesem? macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu Ich retten. will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nette Ich Szene. muss gehen. Nein. Bis Ups. später. Nochmal mit dir reden. Hi. Nette Szene. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Nun, ich muss gehen. Bis später. So, die Zähne brauchen wir. Also benutzen wir das Textbuch mit Pferd. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden.
bla 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 bla. Genau. Wir schläfern das Pferd ein und schnappen uns seine Prothese und öffnen die Tür. Denn hier haben wir die beiden Künstler, soweit ich weiß. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant oder das Model? Ich bin das Model, ich bin der Lieferant. Ich bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben, genau. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her? Aus dem Tal, aus der Zukunft, ich kann mich nicht erinnern, ich bin viel unterwegs, aus der Zukunft. Aus der Zukunft. Klingt das nicht gruselig? Hui, buh, die Zukunft. Ich komme aus der Zukunft, aufgepasst. Mann, es wäre so schön, wenn du nicht mehr hier wärst. Kann ich hier abladen? Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke, nein. Das ist nicht Medium, das ist extra starkes Zeug. Das ist nicht Medium, das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte. Wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Ich bin das Model, soll ich mich jetzt ausziehen? Ich bin das Model, soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Okay, welche Art... Die haben hier doch gar kein Telefon. Welche Art Leute? Ja, das erste Fette, überhaupt. Dumme Leute. Okay. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. So, jetzt müssen wir seinen Hammer austauschen. Zu spät. Also, benutze Linkshänderhammer mit Rechtshänderhammer. So, jetzt passt mal auf. Oh nein! Ich hab's verlernt. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein? Kunst so grausam? Dong. Ich bin ein Versager. Sag das nicht, Ned. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden. So. Genau, wir haben gerade die Gegenwart verändert, indem wir die Edisons ausgetauscht haben. Bist du netter zu uns? Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Okay, die sind beide genau gleich hochnäsig. So, jetzt haben wir allerdings die Gegenwart geändert. Das ist schon mal ein Vorteil. So, wir haben hier eine Katze. Netzbett, Jetsbett und rote Farbe, die brauchen wir auf jeden Fall. So.
Wir können die Betten benutzen. Ja. Und so können wir die Katze anlocken. Neben quietschende Matratze. Wohin damit? Obwohl, benutze quietschende Matratze mit Jetsbett. So, jetzt tauschen wir die Matratzen aus. Mist. Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. So. Und jetzt benutzen wir dieses Bett. So, und während die Katze dahin geht, schnappen wir uns die Spielzeugmaus. Genau, die brauchen wir nämlich auch noch. So. Katze ist beschäftigt. Wir können hier rausgehen. Der Flaschenzug hat auch immer noch kein Seil. Schade. Das kann ich nicht nehmen. So, und ab den Kamin runter. Hogi passt da gerade so durch. Beziehungsweise der Kamin gibt nach. Ja, hallo Weihnachtsmann. Vorschlagbox. Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Genau, da brauchen wir den Staubsaugerzettel. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Washington. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George. Wenn du meinst. Klar. Wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh! Hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Gute Frage. Jetzt steht ein... You suck. Ja, okay, ich übersetze das nicht mehr auf Deutsch. Rauchdetektor. Es ist ein kleiner Käfig mit einem Vogel drin über einem kleinen Hebel. Okay, ein Rauchdetektor. Und die Schwingtüre gab's damals schon. So, hier würden wir an Wasser rankommen. Und an Öl. Öl brauchen wir. Und die Spaghetti nehmen wir auch mit. So, hier könnten wir an Wasser kommen, aber dafür bräuchten wir erst einmal einen Eimer. Benutzen wir die Tür und gucken nebenan. Ah, da haben wir ja schon den Eimer. So, öffnen wir den Schrank. Und gucken, ob wir eine Bürste finden. Okay. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Seife. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. So. Gut, Schwingtüre öffnen. Und jetzt haben wir hier John Hancock, Thomas Jefferson,